Maschinenstreit lernen. Haben wir eh schon. Haben wir eh schon. Nebenaufgabe, Diane ist gesperrt. Passt, passt, passt. Nahkampfplatz. Rede mit dem Lehrmeister. Alles klar. Ja. Ich glaube, das ist dann eh schon der Breder. Dann muss ich raus. Na, dann muss ich mal raus. Mit dem man überhaupt reden kann. Ich bin gespannt, der Lehrmeister. Wieso habe ich das Gefühl, dass wir einen in die Button kriegen? Du schaut aus! Tja, du weißt besser als sonst wer, dass es da draußen gefährlich ist. Und nicht nur wegen der Maschinen. Ich bin Orduk. Das ist mein Trainingsplatz. Der beste Ort für Nahkampftraining diesseits des verbotenen Westens. Tja, wer würde im Kampf wohl gewinnen? Du, die Retterin von Meridian, Streiterin des Ostens. Oder das Fortdauern, Meister des Westens. Wer? Das Fortdauern. Ein legendärer Tenakt-Krieger, der Meister der Meister. Es heißt, die Tenakt hätten Trainingsplätze wie dieser hier. So werden ihre Krieger so stark, verstehst du? Und nur wer auf dem Platz am besten ist, darf mit dem Fortdauern trainieren. Um das Fortdauern zu finden, müsste ich also Ausschau nach solchen Trainingsplätzen halten. Da stünde dir ein weiter Weg bevor. Von den Tenakt gibt es drei Clans. Drei Clans, drei Hauptstädte, drei Trainingsplätze. Ich schätze, du müsstest sie alle besiegen, um mit dem Fortdauern zu trainieren. Das heißt, falls die Tenakt dich nicht sofort töten. Aber das ist Zukunftsmusik. Denn für den Augenblick biete auch ich dir Prüfungen für dein Kampfgeschick. Wer wäre mein Gegner dabei? Du? Ja, du bist die Retterin und all das, aber du musst erst alle anderen besiegen, um mich herauszufordern. Wir benutzen aber nur stumpfe Klingen und Übungspfeile. Okay, schade. Du wolltest sich gegenseitig aufspießen. Du musst bis auf Speer und Übungspfeile alles am Tor zurücklassen. Aber keine Angst, ich passe auf deine Sachen auf. Also, was sagst du? Lust auf ein Training? Warum nicht? Das höre ich doch gern. Wir sind für das Training immer bereit. Digga. Let's go, zeig her einmal, zeig her einmal. Das ist aber nicht, das haben wir noch nie gehabt. Oh, schon wieder Tutorial-mäßig, ja, ja, leicht. Normalerweise sollten wir es eigentlich eh können, aber na gut. Aha. Blockbrecher und so. Zeitlimit, nicht, okay, okay, Übung. Übung ist einmal unbegrenzt. Ja, machen wir mal den Blockbrecher. Ja, machen wir mal den Blockbrecher. Ignorierst du mich hier? Immer dieselben Angriffe nutzen, wenn Gegner ihnen ausweichen. Variiere Angriffskombinationen. Dann bist du nicht so berechenbar. Komm schon. Aber der Blockbrecher merkt man schon mal. Hilft. Da merkt man gleich mal, wo die Stelle ist. Das ist aber cool. Das ist aber leibend, dass du gleich so siehst, so, hey, da ist die Stelle und da ist die Stelle und da ist die Stelle. Richtig schön üben. Ja, da kannst du richtig schön üben. Da sind wir mal noch ganz kurz. Ja, bam und tschüss. Oh. Wir stehen da, aber gar nicht mehr stehen, Alter. Bist du, das ging sich aber ums Arschlecken aus. Haverer. Bist du Depp, das ging sich aber jetzt ums Arschlecken aus. Kommt ein Speer gegen diese Rüstung an. Nutze Angriff, die ihn energetisieren. Starte dann einen schweren Angriff und sprenge die Rüstung weg. Ja. Vielleicht endlich mal eine, die mehr... Das ist die Okay für mich. Naja, aber doch, ich mache jetzt gleich mal einen Aufkladen. Ein bisschen, das mit der Zeit ist, aber ein bisschen hart. Ich
Das wäre ein wichtiger Angriff gewesen, glaube ich. Aber da gibt es definitiv einen Trick, weil er ständig... Ja, da muss es safe einen Trick geben. Da, der braucht jetzt nicht viel zu lang, bis der mehr geht. Mit... Okay, nutzt einen beliebigen Angriff. Okay, einfach nochmal. Sag mal hier. Ja, Stern tut's mir jetzt eh nicht. Aber dennoch. Kann man auch nur? Diese Energie hält nicht ewig. Schieße auf das Leuchten, bevor die Energie abklingt. Der Schwert kann entscheidend im Kampf sein. Mit solchen Energiestößen kannst du deine Gegner vernichten. Büste, das ist aber extrem praktisch. Das ist aber extrem praktisch. Makelloser Schädel. Aha. Planen und ausführen. Steppe, warte mal, Digi, gib mir mal kurz einen Meter. Haben wir nicht einmal mehr Zeit geben, der Lustige. So, bleib mal ruhig, Brauner, bleib mal ruhig. Der ist motiviert, der Bre. Der ist definitiv motiviert, ich sag's dir. Aber der kann sich wenigstens ein bisschen besser... Ja, der tut wenigstens was, der wehrt sich wenigstens gescheit. Es ist ja das Lernende. Fehlt nicht mehr viel. Oh, schön. Der ist am Arsch, der Bre. What? Und gleich abschießen. Nochmal. Und nochmal. Ja, genau. Das ist aber geil. Cooler Tipp. Richtig guter Tipp. Gut gekämpft, wirklich. Gut gekämpft. Geht es dir gut? Ja. Puh. Wie dumm von mir zu denken, ich hätte Chancen gegen die Retterin von Meridian. Hier, nimm das. Eine Kleinigkeit für die neue Meisterin. Danke, Odurk. Hoffentlich bis bald, ja? Komm vorbei, wenn du wieder trainieren möchtest. Das war cool. Das war richtig cool. Man hat aber auch schon gemerkt, ob so okay passt. Erst lerne mal das und das. Da bauen wir noch ein paar Fähigkeiten. Ich bin hier, wenn du wieder trainieren willst. Da bauen wir noch so einiges. Da bauen wir noch so einiges. Aber ist cool. Jetzt soll ich schon wieder mit ihm reden. Ich hab aber nichts Neues. Aber machen wir anders mal. Machen wir anderes mal. Ja, da. Bissl noch geradeaus. Ich würde gern. Ich glaube, das ist jetzt hier das richtige Weg. Ich würde gerne mal wieder in den Shop reinschauen. Wie schaut's aus? Gibt's da was Besseres? Kann ich vielleicht meine Sachen aufmotzen? Bin gespannt. Wo wollen wir denn als erstes? Kräuterkunde haben wir? Nee, brauchen wir nicht. Da sind wir eh relativ brav unterwegs. Aber wie schaut's bei dir aus, mein Freund? Bei dir waren wir eh noch nicht einmal. Noch nicht einmal einmal. Okay. Ja, besser. Ich würde jetzt sogar schon fast sagen. Besser aber. Würde mal sagen, kauf die einfach mal. Ja, einfach nur einmal kaufen. Haben wir anscheinend eh nicht im Petto. Wie schaut's aus mit unseren ganzen Plätzen, die was wir haben? Den scheiß Plunderstücken. Kann man mal alles weggeben. Achso, ich hätte mir doch gehabt, der macht gleich mit alles drum und dran. Okay, passt ja, dann machen wir es jetzt so. Ja. Ganz kurz habe ich mir vielleicht ein bisschen dezent mehr erwartet, aber ist in Ordnung. Ja, passt. Geldtechnisch. Oh ja, ist eh in Ordnung. Schließlich haben wir dir den Pfiff zu verdanken. Hey, ich warte hier schon seit Tagen auf meinen Glückshammer. Aber du hast nicht so was Nützliches gemacht, wie Dornrücken zu erledigen, oder? Lass dir Zeit. Du wirst nicht enttäuscht sein, versprochen. Boah, wenn ich die Alte wäre, wie ein Brennhass, bist du deppert. Ich kann's noch nie bevorzugen und ich... Schlechte Bewertung, da gibt's dann nur noch 3 Sterne. Bewertung statt 5, fick dich. Irgendwas in dem Dreh herum hätte ich safe gemacht. Einfach beinhart. Ich kauf da jetzt einfach.
Ja, so ein paar Stück. Nicht allzu viel, aber wenigstens sicher zu haben ein paar Stück Rohstoffdinger. Brauchen wir ehrlich gesagt eh nicht, weil da von den ganzen Scheiß haben wir eh mehr als genug. Passt, sehr gut. Komm gerne wieder. Und bin ich endlich dran? Dein Hammer. Bei dir kann ich leider nichts machen. Was? Oh, ist aber schon ein bisschen sehr fies, aber war gut. Ein bisschen fies ist das jetzt aber schon gewesen. So, Waffen-Upgrades. Oder? Machen wir mal. Na, lieber Beutel. Beutel ist viel, viel wichtiger. Passt. Stolperdraht. Let's go. Was haben wir da wieder Schönes? Fallen. Da haben wir für die Trangeln. Genau. Wichtig und richtig. Sonst schaut es dann eh mal wieder ein bisschen Arsch aus. Super. Outfit. So nicht. Oh. Auf Oldschool und auf Schickimicki. Ist halt wieder eine gute Frage. Also siehst wenigstens, okay, Nahkampf, Stoß. Da hast du dann wieder so ein paar Vorteile da am Start. Das ist gut. Das ist definitiv gut. Passt, das lassen wir mal so. Dann schauen wir mal gleich so ein bisschen den Unterschied. Okay, da hast du aber auch eine Nahkampfstufe 19 und alles. Digga! Da schaut es wieder ganz, ganz anders aus mit Säure. Ob bist du deppert? Und das haben wir auch gleich Stufe 3. Da bin ich jetzt ganz neidisch. Uiuiuiui. Waffen-Upgrades? Alles, was geht. Alles, was geht. Ich weiß, wahrscheinlich in der nächstgelegenen Stadt, wenn wir gleich alles austauschen können, weil es gleich alles viel, viel besser ist, wenn man wieder am Start ist. Wahrscheinlich eh komplett unnötig, was ich da jetzt mache. Aber man gönnt sich ja sonst nichts. Kriegerbohrung. Bin gespannt. Die Spule. Auf die Spule würde ich mich jetzt dann auch einmal freuen, wenn ich da ein bisschen was aufwerten könnte. Spule wäre jetzt super.